So, einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle. Ich darf hier den Johann Doppelhofer begrüßen. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen, Michael. Johann, du bist uns nicht ganz unbekannt. Wir haben vor einiger Zeit mal ein Gespräch gemacht über artesisches Wasser. Und du warst ja auch einer, der im Wasserwerk gearbeitet hat, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ja, hast dort Ja. lange, lange Zeit gearbeitet und konntest dort auch ein bisschen was über das Leitungswasser erzählen und auch über Möglichkeiten zur Harmonisierung, wenn ich das so sagen darf, ja, was ihr da mit den dementsprechenden Gerätschaften erreicht habt. Ich habe das mittlerweile selbst bei mir an der Leitung dran und ich muss sagen, ich habe da schon eine extreme Veränderung auch beim Wasser gemerkt. Ja, also ich wasche mittlerweile ohne Waschmittel, das ist ohne Probleme möglich, nur noch mit ein bisschen Efeu und ein bisschen Duftöl. Wäsche wird genauso sauber und hat bei mir schon ziemlich gewirkt. So, jetzt bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, wir machen da gerade ein neues Projekt und das sollte wohl in die Welt raus. Deswegen gucken wir uns das mal an. Und zwar geht es um Hexagons, ja? Ja. So, und da das jetzt wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, was das ist und was ihr da macht. Und vielleicht würdest du einfach mal ein bisschen erzählen, wie ihr da drauf gekommen seid und was genau daraus jetzt entstanden ist. Johann, Ja, bitteschön. danke dir, Michael. Ja, entstanden ist es. Ich wurde von einem Hotel eingeladen. Das war für immer noch, also ein Vier-Sterne-Hotel. Der wollte was für Schwimmbad. Das konnte ich ihm bieten. Und dann hat er gefragt, was machst du so noch? Habe ich gesagt, ja, ich muss das Hotel harmonisieren oder neutralisieren. Das hält man sich ja nicht aus in der Bude. Also 4 Sterne Superior. Dann hat er gesagt, also für die Antwort sollte ich die eigentlich rausschmeißen, aber es interessiert mich. Dann sind wir runter zum Auto, habe ich ihm die Pyramide gezeigt. Dann hat er sie angenommen und hat gesagt, die kriegst du nicht mehr. Die steht seitdem auf dem Tresen bei der Rezeption. Dann hatte er aber den Tag keine Zeit mehr. Er hat gesagt, ich verlängere dich, weil ich wollte am nächsten Tag fahren. Ich verlängere dich, wir müssen unbedingt zum Bioimker. Ja, das haben wir dann am Donnerstag gemacht und ich kann ja seit 2008 den Bienen einen Platz geben, der ihrem Naturell entspricht. Und auch der Imker hat es nach 5 Minuten, nachdem ich den Smoky gesetzt habe, hat er sofort das veränderte Verhalten seiner Tiere gemerkt. Also das Wodurch? war top. Wir sind dann weggefahren von dort, wieder zurück zum Hotel. Und bei der Rückfahrt sagt der Alex, so heißt der Hotelchef, sagt er, mach doch einmal was Großes. Und da habe ich gesagt, weißt du, bist gut. Die Pyramide im Hotel saniert gerade dein Hotel, den halben Ortskern von Hinterklemm und den Berg, der über dem Hotel ist. Und du willst was Großes. Da hättest du vor 10 Jahren zum Seelhofer gehen sollen oder zum Diers. Dann hat er gesagt, Seelhofer, den habe ich nicht mehr kennt, geht ja eh nicht. Und Diers war schon da, hat es versucht, geht nicht. Und gut, okay, dann muss mich aber jetzt lassen. Hat er gesagt, jetzt schau doch noch mal das schöne Tal an. Ich gesagt, ja, Alex, es ist gut. Und in dem Hotel kann man gut frühstücken bis 11. Ab 12:30 kann man Mittagsjause, heißt es, und anschließend Kuchen. Also hungrig wird man da nie. Hungrig wird man vielleicht schon, aber man wird auch immer satt. Und wie es so bei mir immer ist, oder immer war eigentlich, aber sonst in der steirischen Heimat, da habe ich meinen Winkel, wo ich also Intuitionen empfangen kann, kam der Bauplan. Ich habe zum Kellner gesagt, Maxi, gib mir doch bitte einen Block und einen Stift, ich muss was aufschreiben. Dann habe ich eine halbe Stunde geschrieben, habe den Bauplan da gehabt, mit allem, wie es jetzt eben passiert. Okay, und jetzt Ein Hexagon ein Bauplan von was? Von einem Hexagon, ja? von einem Hexagon, ja. Okay. Ein Hexagon in 2,64 Meter, also 2,64 Meter Länge, 21 Zentimeter in der kurzen, also ich habe hier ein Innenhexagon, die ja dann auch später entstanden sind. Ich habe hier die kurze Länge und ich habe hier über die Kante die lange Kante. Also 21 Zentimeter hier und ja, und 2,64 Meter lang. Vier Holzarten, Ahorn, Esche, Birke und die Linde. Was Okay. mich persönlich ja absolut gewundert hat, weil die Linde ist eigentlich ein Schnitzerbaum. Ein was für ein Ja, Baum? für Schnitzer, Weichholz, also ein weiches Holz. Die Okay. Birke habe ich verstanden, ist ein Pionierbaum. Und ja, und dann oben, was also ganz arg wichtig ist, oben eine schräge Kante, unten auch. Und
Ja, und da muss noch ein Smoky rein. Also ein Smoky ist so etwas, nur nicht in der Größe, sondern der Bienensmoky muss noch rein, waagrecht rein, auch das Maß gegeben mit 45 cm Bauhöhe, Einsetztiefe und dann die 54 cm Einsetztiefe in die Erde. Und absolut Erde braucht er. Also zum Verdichten, er braucht Erde. Und da haben sie dann versucht, mit mir zu handeln, habe ich gesagt, nein, Erde. Und ja, und dann habe ich ihn sofort angerufen, habe gesagt, Alex, du, der Plan ist da. Ja, was für ein Plan? Habe ich gesagt, du hast den Impuls gesetzt und jetzt ist der Plan da. Das gibt es ja nicht, habe ich gesagt, sicher gibt es das. Wir brauchen Holz. Ja, ist gut. Hat er sich 6 Tage nicht gerührt. Und ich stand auf Nadeln, weil ich wollte eigentlich heimfahren, hatte ja Termin. Habe ich gesagt, du pass auf, nächsten Mittwoch ist Schluss. Ja, das brauchen wir eine halbe Stunde, haben wir das erledigt. Dann kam er am Dienstag, da haben wir noch andere Sachen erledigt. Also das Hotel ist eine Artesa-Wasserquell-Hotel inzwischen, bietet auch Wasserbaden an, aber das ist so nebenbei. Und haben wir da noch einiges gemacht und dann hat er gesagt, also am Mittwoch in der Früh, wir treffen uns, so schnell ist in einer Viertelstunde erledigt. Ja, und wir fuhren dann hin zu seinem Bruder, der hat also mehrere Stämme da liegen gehabt, unter anderem einen Ahorn, wo er selber drunter gespielt hat, von seinem Großvater, und er hat gesagt, die nehmen wir. Da habe ich gesagt, gut, okay, dann muss ich ja jetzt den Bauplan vorne draufzeichnen auf dem Stamm. Er muss ja sehr der Sechskant, er muss in der Polarität stimmen. Dort der Smoky muss in die mittlere Seite rein, also in die mittlere Nordseite rein. Und dann lag dieser Ahorn da etwa 1,50 Meter Durchmesser. Da habe ich gesagt, auf die schräge Fläche, es hat keinen Sinn, wenn ich da drauf zeichne. Aber kein Problem, sag es meinem Bruder, der soll rechtwinklig abschneiden. Ich gesagt, ja, dir geht es nicht gut. Dann kommt der mit einem 1,80 Meter Schwert und schneidet mit freier Hand einen rechten Winkel runter, dass mir die Augen rauskommen sind. Ja, gut, okay, dann ging es leichter. Dann haben wir eben den aufgezeichnet, also den Sechskant, damals noch mit dem Zirkel. Später habe ich jetzt dann Schablonen dafür angefertigt. Damals mit dem Zirkel noch und sauber rein. Und da habe ich gesagt, pass auf, so musst du rein, da muss der Smoky rein. Und dann bin ich gefahren, weil mein Termin aus Söll bei Kufstein schon angerufen hat, wo ich bleibe. Also jetzt mal ganz langsam. Wir reden über Stämme, richtig? Holzstämme, ja. Sechskant in der Form. An einer bestimmten Höhe kommt der Smoky, dein kristallines Teil, was ich auch am Wasser habe, da Das da? ran. Nein, Das nein, das ist Teil. nicht das, was am Wasser Das ist ist. nicht das, was ich aber. Okay, habe ich. Gut. Das kommt da rein. Und das ganze Ding kommt 54 Zentimeter tief in die Erde hinein, richtig? 54 Zentimeter in die Erde hinein. 54. Warum genau 54? Ist mir genannt worden. Okay. 2,10 Meter im freien Feld und die 54 rein. Das heißt, Also ich habe insgesamt 2,64 Meter in der Länge. insgesamt 2,64 Meter, ja. So, wenn wir das in die Erde stellen, also das dann einsetzen, was passiert dann? Zuerst muss man es noch, es war ja spannend, wie gesagt, der hat das dann gemacht, hat dann gefragt, weil ich gesagt habe, es muss in Erde rein. Nein, wir müssen das in Steine setzen, sonst wird das Holz zersetzt. Da habe ich gesagt, nein, der kommt in die Erde rein. Diese Angaben habe ich und da lassen wir nicht drum herum handeln. Ja, und ich bin dann krank geworden, wir wollten ihn eigentlich im August setzen. Ich bin dann krank geworden und habe dann ein Hörbuch gehört und dann 2 Minuten gehört, dann kam, dass man, wenn man Holz, dass es nicht angegriffen wird, muss es angekokelt werden, also angekohlt werden. Ist bekannt, Dann ja. fiel dem Hans ein, den Kleinen, dass sein Großvater, wenn er Stipfel gemacht hat, also Lärchenstipfel, mühsam die Spitze angehackt und dann hat er sie in ein glühendes, also in Kohle rein. Das hat der kleine Hans nie verstanden, aber dann hat er seinen Onkel Hans angerufen, der inzwischen 92 ist, und gesagt, was habt ihr gemacht mit die Stipfel? Ja, brennt. Habe ich gesagt, gut, das passt schon. Also das wollte halt ich wissen. Habe ich mich auch erinnert, wie die Telegrafenmasten gesetzt wurden. War es dasselbe, die hatten ein Fass dabei, da hatten sie Feuer drinnen und da haben die Telegrafenmasten reingesetzt. Ja. Und das habe ich mitgeteilt. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe den jetzt 6-mal mit Leinöl-Firnis eingelassen. Das funktioniert auch. Und habe ich gesagt, gut, okay, das werden wir schon noch sehen. Dann hat er den gestellt, einmal für ein Foto vor sich beim Haus.
Und wir haben so, ich habe sofort gemerkt zu Hause, wie der 24 Kilometer Radius macht, Wirkkreis. Ich meine Rutengeherin im Schwarzwald angerufen, habe gesagt, Hamin, guck mal an, ich kann mich auch täuschen. Dann sagt sie, du bist ja Wahnsinn, der 24 Kilometer Wirkkreis. Was hast du denn da wieder gemacht? Weil so richtig hat sie noch nichts gewusst davon. Jetzt ganz langsam, also der Wirkkreis, was genau meinst du damit? Ja, also weißt du, das Thema ist, wir reden jetzt über einen Holzstamm, ja, der wird angekurbelt, das wird an Erde gesetzt und gut, jetzt sagst du was für ein Wirkkreis. Bitte beschreib mir doch mal bitte, was ist der Wirkkreis? Was genau hast du gemerkt? Dass unser Lebensumfeld ist stark von technischen Erdmagnetfeldstörungen durchflossen. Und diese Erdmagnetfeldstörungen bringen die Materie in Schwingung. Das heißt, jedes Haus, jeder Eisenstab, alles wird in Schwingung. Und das ist ja das, mit dem ich mich schon seit 2008 auseinandersetzen musste, wie ich Rüttengeher geworden bin, dass ich diese Schwingungen aus dem Haus rausbringe. Oder aus dem Kuhstall oder aus dem Schweinestall. Und das ist mir immer gelungen. Es wurde zwar immer abgeschirmt vorher, und es hat nie funktioniert. Und ich wollte schon auch was Großes machen. Da sind ja die Pyramiden dann entstanden und ich konnte größer harmonisieren, dass also diese Erdmagnetverstörungen unterbrochen werden Ja. im Fluss. Und zwar heißt es Kopplungslinien. Ich habe da auch einen YouTube-Film dabei, also wo du verlinken kannst, damit die Menschen das Okay. verstehen, was das ist. Wir haben also intensive Forschungen gemacht. Ich habe da zum Glück einen kennengelernt, einen Salzburger Rüttengeher, eigentlich einen Techniker, der immer so zwei Häuser verkauft hat, weil er es nicht ausgehalten hat. Und dann hat er angefangen ins Forschen und ist auf diese Erdmagnetverstörungen gekommen. Und er hat aber 200 Geräte getestet und ist zu nichts gekommen. Dann hat er mich getroffen und ich kam mit dem Smoky und dann hat es funktioniert. Nur hat er am Sendemast abgeschirmt und ich mache es am Haus. Okay, und jetzt angenommen, wir würden jetzt, also bei mir im Garten würde ich so ein Ding da reinstellen, ja, und was genau würde dann daraus entstehen? Wenn du also einen Garten hast, wobei es ja, du bist irgendwo im Großraum Stuttgart, also Schwäble daheim, da stehen schon Badisch Ludwigsburg bitte. einer. Bitte? Badisch bitte. Oh. Egal, darüber haben wir einer. In Baden brauchen wir dringend einen, aber In in Baden, Karlsruhe ja. versucht eine gerade. Ja, der Rottweiler geht ja rüber, der von Basel geht auch bis rauf, bis Freiburg, aber da bist du wahrscheinlich nicht in dieser Region. Ein Gut, Nordbaden. da müssen wir dann, ja, Nordbaden, es geht ja bis Heilbronn raus. Ich weiß jetzt nicht genau. Ist ja wurscht, Ist ja lassen wir nicht so das, da reden wir wichtig. nachher. Aber es soll in Karlsruhe einer kommen. Da habe ich die Anfrage gekriegt die Woche. Also Okay. da bist du dann gewiss drinnen. Richtig da dran, ja. Weil eine Esche macht einen Radius, einen Wirkradius von 75 Kilometer. Das heißt, der Durchmesser von 150 Kilometer. Was genau bewirkt sie jetzt? Die unterbricht diese Kopplungslinien, den Fluss der Kopplungslinien und auch alle anderen technischen Erdmagnetfeldstörungen. Das Und heißt also, macht alles, was wieder durch ein irgendwelche, natürliches Feld. alles, was durch irgendwelche Frequenzen, durch künstliche Geräte in irgendeiner Form das Erdmagnetfeld stört, wird durch den Hexagon Aufgehoben. aufgehoben. Ja. Kann man das messen? Nein, es gibt schon bestimmt Messgeräte. Aber deshalb bin ich ja Rüttengeher geworden. Es gibt ein Messgerät, das in der Erdbebenforschung eingesetzt wurde. Das haben wir auch lange benutzt. Aber das ging, solange wir nur die Antennen, die Handyantennen drauf hatten. Dann kam ja Richtfunk, dann wurden die Netze immer weniger. Wie gesagt, es ist wichtig, dass du auf den, also ich gebe dir dann den Link für die zwei Videos, ja, das wäre mir YouTube-Filme recht. und da können sich die Leute das dann vorstellen. Das ist brutal, was heute ist. Es gibt keinen Quadratdezimeter mehr, wo diese Linien nicht sind. Und Erdstrahlen, wir als Rüttengeher, wir reden von Reizeinheiten. Da sagt man, man muss bei 1000 ausweichen. Bei diesen Magnetfeldstörungen, den Kopplungslinien, sind wir aber bei 10 Millionen und da braucht man null. Und das war eben meine Aufgabe. Ich habe das gut hingekriegt mit den Smokies, mit den Pyramiden. Hat alles super funktioniert, nur ich konnte nicht in die Größe gehen. Und das war eigentlich mein Wunsch. Okay. Aber ich habe nie Pyramiden ja, hab ich gehabt. Da habe ich 350 Meter Radius auch gehabt.
Ja, gut, jetzt was passiert, wenn dieses Erdmagnetfeld wieder bereinigt ist, sagen wir es mal so? Was ist der Effekt dadurch? Einmal, dass die Wildtiere im Wald wieder einen Platz finden, der ihrem Naturell entspricht. Okay. Das war mir eigentlich sehr wichtig, weil die sind sowieso heutzutage geschunden genug, weil zu jedem Baum ein Forstweg hingebaut wird, durch die Tourengeher und so weiter und so fort, dass die wieder einen Platz kriegen, der ihrem Naturell entspricht. Natürlich auch für die Bienen, für die Imker. Es war auch dann in der Schweiz gleich ein Imker, der den nachgebaut hat, nach meinen Angaben. Und ja, das einfach, natürlich kommt auch der Druck von den Menschen weg. Und was ganz toll ist, es ist ja, ja, es wurden ja dann gleich drei nachgebaut, unter anderem der im Schwarzwald. Und dann stand der und dann habe ich einen Kunden in Rottenburg angerufen, habe gesagt, also angeschrieben, Uwe, wie schaut's aus, wie geht's dir? Und schon 3 Tage später schreibt er, wir suchen unseren Brummton. Wir finden ihn nur nicht mehr, aber wir kriegen jeden zweiten Tag einen Energieschub. Was hast du denn wieder gemacht? Ich gesagt, ich nichts. Aber ich weiß, was da ist. Und der Brummton wird auch aufgehoben. Und das ist ein Riesenthema ja auch. Ja, das gibt es im Schwarzwald, ist das bekannt, dass es da diesen Ton gibt und der war weg. Ja. Wobei das in, du darfst, man, oder die Leute, es gibt den Brummton, der wird über die Luft übertragen, ist ähnlich wie der Ultraschall, und es Ja. gibt den Infraschall, das ist der Körperschall, der arbeitet nochmal anders, den kriegt man nicht so weg. Aber mit dem Thema beschäftige ich mich auch schon seit 2010 und habe gute Erfolge gehabt, dass ich also den Brummton wegkriege. Ich möchte jetzt nochmal zurück an den Anfang. Du hast was von einem Imker gesprochen. Wie genau kann der Imker dann, oder mit dem Imker hast du gearbeitet und der hat gesagt, naja, er hätte sofort was gemerkt nach 5 Minuten. Sag mir bitte genau, was hat er gemerkt? Also er hat die Flugruhe, er hat also an seine Einfluglöcher geschaut und sagt, das ist ja unwahrscheinlich, die reagieren ja ganz anders wie sonst. Nicht so wild, sie kommen ruhiger an, sie fliegen ruhiger weg. Also Bienen sind ja Strahlensucher, die Ja. sind an Erdstrahlen, an Körriegitter, an Kreuzungen sind sie also wesentlich aktiver, effektiver. Und das hat er dann, ich habe also im Garten, habe ich gesagt, wir müssen den Punkt genau setzen. Das ist also wichtig. Und den habe ich gemacht. Und dann geht er also rauf zu seiner Hütte und sagt, das ist ja, weil ich habe dann unten geschaut, wie sich das Feld vergrößert. Und ja, und er hat, dann hat er gesagt, das ist ja, sowas hätte er nie erwartet. Und das ist ja das Spannende, Also einfach diese das Erfahrung Verhalten hatte ich ja der schon Tiere länger. hat sich beruhigt. Kann man das so sagen? Die Tiere haben sich, die haben nicht mehr den Druck von außen gehabt. Hm. Weil es ist nicht, bei den Bienen ist es nicht so, dass sie jetzt unter der Varroa leiden. Die Varroa ist ja ein Problem, ein Wirtstier, was seinen eigenen Wirt frisst, ist ja hirnrissig. Das ist ja nur deshalb passiert, weil die Europäer die Waben größer gezüchtet haben. Deshalb sagt, weil die Varroa ist immer schon da gewesen, weil sie das Drohnenvolk klein hält, also uns Männer. Also Varroa Wir ist haben. der Moment, damit man das weiß, ja, das ist die Krankheit, die gerade bei den. Krankheit ist die Faulbrut. Die Varroa ist ein Parasit, der seine Eier in die Wabe hineinlegt und die Puppe dann eben die werdende Biene anfrisst. Entweder hat sie keine Flügel mehr oder sonst irgendetwas. Also es ist keine Krankheit in dem Sinn, sondern es ist einfach ein selbst hineingezüchteter Parasit, einfach durch die Gier entstanden. Er Und hält die war praktisch das immer schon Bienenvolk da. konstant, kann man das so sagen? Bitte? Der Varroa hält das Bienenvolk konstant. Ja, nein, die hält das Drohnenvolk, Das nicht das Drohnenvolk, Bienenvolk. ja. Das Bienenvolk wurde angegriffen. Das Tolle, was ja war, ich habe manchen Imker helfen können. Und der hat dann gesagt, dann liegen plötzlich tote Varroas vorm Einflugloch. Ja, ist klar, eine Biene, die ausgeruht ist, sagt, Freund, du gehörst irgendwie nicht zu uns, du schaust anders aus, macht Krücks und trägt sie raus. Und also gerade die Imker, die wenigen Imker, muss ich wirklich sagen, die mit dem Zwonki gearbeitet haben, haben gesunde Völker, starke Völker, gesunde Völker,
kaum ein Varroa-Problem. Wie gesagt, die Varroa muss ja da bleiben wegen einem Drohnenvolk. Und sie haben hohe Erträge. Also ich habe da Dinge erlebt, das war nicht mehr normal. Und für mich war es halt dann so, der Wunsch insgesamt war schon da, größeres, aber hätte nie gedacht, dass so etwas entsteht. Okay, und das war jetzt auch was, was durch den Hexagon entstanden ist. Nein, also die Bienen, die hatte ich ja schon den Smog. Das war das erste Bauteil, nachdem ich Ruten gesagt Ja. habe, okay, ich werd's, du lässt mich ja sonst nicht in Ruhe. Bevor ich noch mehr anständig auf die Schnauze falle, dann entstand am selben Tag, am 19. April 2008, kam der Bauplan für den Smoky. Ja. Ich hatte alles da, nur keine Ahnung, wo ich das Teil herkriege. Keine Ahnung, wie. Aber das ist dann entstanden. Und das Glück mit Luginger, der das getestet hat, der erfreut war, dass er endlich einmal was hat, was funktioniert hat. Und ja, und so bin ich in die Sache hineingewachsen. Okay. Der Hexagon ist jetzt wiederum eine Weiterentwicklung. Das heißt, dort wird der Smoky auch benutzt. Ja, deswegen habe ich jetzt gefragt, ob das was mit dem Ja. Hexagon noch was zu tun hat. Wie darf man sich das also vorstellen? Ihr habt einen Sechskant, wird unten angeflammt. Ja, nehme ich an, dass er geschwärzt wird, Auf damit 60 er Zentimeter, ja. 60 Zentimeter, dann kannst du ihn 54 Zentimeter in den Boden rammen oder reinsetzen, wie auch Nein, immer. den musst du schon setzen. Also Rahmen Setzen. könntest du denn nur mit dem Bagger und dann ist das nicht so ideal. Okay, also ich buddel ein Loch, stelle das Ding da rein und richte den aus irgendwie, Nach Himmelsrichtung. Norden, ja, der Smoky muss nach Norden Das ausgerichtet Mo, werden. Ich habe okay. hier einen kleinen, Michael. Okay. Der ist dann später entstanden, weil das mit dem Holz immer schwieriger wurde. Ja. Und dann habe ich hier, Augerl, wo bist du? Hier ist der Smoky auch drinnen. Alles klar. Der kommt also Ja. mit in die Erde, ja? Und der muss auch nach Norden ausgerichtet werden. Was auch wichtig ist, sind die Spitzen. Ja. In 62, in 22,5 Grad müssen die geschnitten werden. Der Kleine hat jetzt 11 Kilo, der Große hat etwa 85 bis 90 Kilo, je nach Holzart. Den tut man nicht einfach so rumwalken. Also der Erste war ja dann da und ich habe mich nicht mehr losgelassen. Und ja, und dann musste ich mir einen Sagler holen. Ich habe viele Absagen gekriegt. Habe aber dann einen, dann, wenn irgendwann draufkommen, das könnt, kann nicht mit dem Gatter gesägt werden, muss ein Wandersäger hat eine Bandsäge. Und dann habe ich zum Glück hier in meiner bayerischen Heimat, wo etwa 30 Kilometer von mir einen entfernt, den entdeckt, hingefahren. Ne, sowas haben wir noch nie gemacht, aber wir können es ja probieren. Ich Okay. habe aber zufällige Birke da und habe eine Esche da. Was machen wir dann? Ja, Okay, und also ist ihr diese. seid jetzt schon ziemlich aktiv. Ich habe hier eine Karte, die würde ich gerne mal kurz zeigen. So, jetzt gehen wir mal frei. So, was sehen wir hier? Hier sind die blauen sind Eschen, die gelben sind Birken. Die einzige rote, die da ist, ist auch die erste. Das ist ein Ahorn, also die Ahorn Ja. vom Opa. Und dann sind noch ein paar andere. Das ist der Lila, glaube ich, sagt man dazu. Ich bin farbenblind, also häng mich nicht. Wo einer rechts oben ist, das ist ein Sechser. Da ist dann einer noch in der Nähe von Würzburg, Schweinfurt. Es war auch einer im Ruhrgebiet, der ist leider Gottes ein Stamm umgefahren worden und dann war die Wirtung weg. Dann gibt es Dreier noch, das ist der hellrote, da steht einer oben ja, da ziemlich weit oben an der Ostsee. Und dann in Österreich, aber die waren vorgesehen, aber die haben sie jetzt vor dem Winter nicht mehr reingekriegt. Okay. Da Was ist hat blau? Blau, der hier, das sind Eschen. Okay. Die gelben sind die Birken. Die Birken, okay. Es macht das Helferlein den Plan und die hat auch die Farbenauswahl gemacht. Ich gebe Okay. ihr nur immer wieder an. Muss ich das noch sagen, dass heute in Wasserburg am Bodensee noch eine gesetzt wurde. Ja, die Menschen haben eine Riesenfreude damit. Ich kriege Rückmeldungen. Wir haben ja auch eine Telegram-Gruppe, also da steht es auch drinnen. Ja. Ich stehe ja selber manchmal daneben, Michael. Es ist unfassbar, was da passiert.
An der Säge haben wir einen und der Sohn, der mir also die Spitzen schneidet und den Smoky setzt, sagt, unser Hexagon, was der alles macht. Der, was vor einem Jahr noch nicht funktioniert hat, was er eigentlich gebraucht hat, sei es von einem Verwandten oder was, die kommen jetzt selber. Und hat er gesagt, von seiner Frau, das war so eine kleine Weiler-Gemeinde, die alle Spinnefeind waren. Oder sagen wir so, keiner hat den anderen mögen, hat es wohl irgendwie Erbstreitsachen gegeben, alle verwandt. Und dann fängt er irgendwann im Spätsommer jetzt her, einer an und stellt einen Biertisch raus. Und sein barbarischen Humpen, also ein Maß, und trinkt da vor sich hin. Im Schlussendlich war das ein Dorffest. Und der Michael, das ist unser Hexagon. Der kann das. Und also, das ist natürlich freut mich, dass ich kriege viele solche Rückmeldungen. Also einfach auch, dass sich auch im Umgang miteinander was ändert, dass das Ding praktisch auch dafür sorgt, nicht nur jetzt, also ich übertrage das jetzt einfach mal, was die Bienen, die Flugruhe reinkommt. Es kommt auch die Ruhe beim Menschen so ein Stück weit zurück, kann man so Ja, sagen? es kommt, du musst dir vorstellen, der macht, der bringt die Energie nach oben, die Lebensenergie nach Bovis, bringt der nach oben und da zehren die Menschen dann raus. Okay, das heißt, wir stellen das Ding auf und lassen es einfach wirken und dann fügen sich die Dinge wieder wie von allein. Kann das Ja, sein? man kann so sagen, der Druck ist weg. Okay. Es ist die Energie wird erhöht und der Druck ist weg, diese Kopplungslinien sind weg. Das sind, sie können es natürlich nicht fassen, aber wie gesagt, ich kriege dann oder die Menschen selber, sag mal, was ist denn da jetzt passiert? Das war gerade mit dem Markus, der Imker, der erste, der zweite, der in der Schweiz den ersten Hexagon gebaut hat. Der hat einen, also das war eine Bekannte von ihm, aber neben seinem Binnenplatz haben Leute gewohnt, zwei Frauen, die ihr Haus nach allen Regeln der Kunst baubiologisch entschärft haben, elektrobiologisch entschärft haben und trotzdem nicht schlafen konnten. Die hatten also dann einen Wohnwagen neben dem Haus, damit sie schlafen konnten. Und der Markus hat seinen gesetzt, zwar am 28. November letzten Jahres. Etwa 14 Tage später hat er gesagt, trifft er die Frauen am Weihnachtsmarkt. Dann sagt die zu ihm, stellen Sie sich vor, wir können wieder zu Hause schlafen. Wir irgendwann so vor 3 Tagen haben wir uns einfach, wir waren müde, haben Mittagsschlaf gemacht und sind erst am Abend aufgewacht. Dann sind wir aber nicht mehr rüber in den Wohnwagen und seitdem können wir wieder zu Hause schlafen. Wissen Sie, was da passiert ist? Er hat dann nichts gesagt. Er hat gesagt, ja, ist diese Frequenzen, diese Kopplungslinien sind ja wieder Elektrosmog. Ja, weißt du, das große Thema ist ja, dass wir uns tatsächlich immer wieder vorstellen, naja, ich habe da jetzt einen sechskantigen Holzstab, ja, und flemm den ab und ramm den in den Boden oder ja, sowas, Nein, oder stell den in der den wird schon Boden rein. abgeflimmt von Ja, mir. und, ja, also es ist genau das, wo wir dann sagen, wir können bestimmte Dinge gar nicht mit unserem Verstand erfassen, weil einfach Wirkungen auf einer völlig anderen Ebene damit erzielt werden, ja, und wir können es dann wahrscheinlich nur an Gefühl oder an Wahrnehmung irgendwie deuten und können sagen, der Rückschluss dazu kann der Verstand dann wieder bringen, könnte was mit dem Hexagon zu tun haben. Und du sagst also, seit du das machst, hast du auch vermehrt auch Rückmeldungen aus unterschiedlichsten Gebieten, dass sich die Dinge einfach beruhigen. Ist das richtig? Ja. Michael, man muss nicht alles verstehen. Ich habe es ja auch nicht verstanden. Ich habe Ich es verstehe es gemacht. auch nicht. Ich habe es gemacht. Alle Dinge, was ich herstelle, sind aus der Intuition entstanden. Wie gesagt, ich habe mich am Anfang habe ich mir verwehrt. Ich war Hürdenläufer und Hürde in einem. Ich bin zwar nicht drüber gelaufen, sondern drüber gekraxelt, weil ich ja ich stand mir selber im Weg. Aber seit 4, 5 Jahren habe ich dann gelernt, ich nehme es an. Wenn ich wieder einen neuen Auftrag kriege, nehme ich ihn an. Suche mir dann das Zeug zusammen, was ich brauche dafür. Ich habe ja alles da, gedanklich. Aber das Zusammenfinden ist auch manchmal sehr, sehr schwierig. Also da war es mir eigentlich klar, da einen Sagler zu finden, das war extrem schwierig. Aber was dann entsteht, also es ist. Ja, es ist schwer für mich, das auszusprechen. Ich bin nur das Werkzeug, was den Plan ausführt.
Es hat mir keiner gesagt, funktioniert es. Was heißt, ich habe dann schon einen angeschrieben, habe gesagt, Bernhard, du haut's hin, das ist also ein Geistesbruder, der momentan in Rumänien unterwegs ist und heilt und heilt und heilt. Der hat gesagt, du, das passt, kannst machen. Ja, und habe ich gesagt, der Plan ist eh schon draußen, habe den auch schon weitergegeben und aber ich danke dir ganz herzlich, dass du mir die Bestätigung gegeben hast, weil ich bin halt der Witter und da ist halt immer noch eine witterliche. Was soll man sagen, eine widerliche Art, kann nichts funktionieren, kann nichts funktionieren. Aber ich habe 2008 mein ganz technisches Wissen in Eimer geschmissen, weil sonst könnte ich das nicht machen, was ich heute mache. Du lachst, ja. Die Watschen, die ich gekriegt habe, die Haben könnte wir dir ja alle gekriegt, weitergehen, glaubt mir das. Ja, haben wir alle wenn ich gekriegt. keine. Ich möchte die Watschen auch nicht nochmal haben. Ja, ich habe sie ja schon abgenommen bekommen. Johann, du hast eine Telegram-Gruppe? Ja. Okay, dann werde ich das unten drunter verlinken. Gibt es noch irgendwas an Informationen, was du uns mitteilen möchtest, in Bezug auf Hexagons? Ich hab drei Telegram-Gruppen, aber die Hexagon-Gruppe, die betrifft es. Ja, es sind dann, weil die Erdstrahlen kommen natürlich voll zur Geltung, das ist klar. Weil es gibt ja ein natürliches Feld. Wir haben ja Strahlensucher, wir haben Strahlenflüchter. Und dann ist es natürlich so, für die Strahlenflüchter, für die Nutztiere und für uns Menschen sollte man dann die Wohnung harmonisieren. Und da habe ich, wir sind auch jetzt erst entstanden, also das laufende Jahr, auch Hexagons. So, das ist also der kleine jetzt. Der nächste ist 10 mm höher und der große ist 72 mm hoch, der neutral harmonisiert die Erdstrahlen, weil die Erdstrahlen sind ja unsere Basisenergie, Warum aber er Holz? neutralisiert, das ist ganz was Tolles, die Smart Meter, die Folgen des Smart Meters und natürlich den Hausstrom und dann die Erdstrahlen harmonisiert er und die WLAN und DECT, was so durch die Gegend schwirrt im Haus, die neutralisiert er auch. Also die Okay, Schwingungen aus der Wand. warum nehmt ihr Holz? Weil das Holz, es ist ganz arg wichtig, das Holz muss nach der Polarität geschnitten sein. Es muss beachtet sein, dass auch hier, ich habe ja hier dann die drei Kanten, habe hier, Bisschen wenn ich höher. an, mir einen Strich durchdenke, Immer ein bisschen höher, ja. habe ich oben, Moment, so, Norden, weil Ja. das ist wichtig, hier sind drei Smokies eingebaut, drei Filter. Und hier unten muss die Polarität entsprechend sein, dass die Minus hat der Boden, Plus hat die Luft und Minus geht nicht zu Minus, sondern weicht aus. Das ist auch das Geheimnis von großen Hexagon. Minus und Plus, die weichen aus. Also es muss das Minus in den Boden hinein und dann weicht es aus. Das sind all, das waren schon meine Pyramiden. Das hat mir aber niemand gezeigt. Das ist einfach auch auf mich zugekommen, mach's jetzt. Und dann musste ich mich eben mit der Thematik auseinandersetzen. Jetzt bei den kleinen Hexagons kann ich nur Ahorn und Esche verwenden. Bei den etwas größeren Hexagons, auch bei den Kurzstangen, geht eben Ahorn, Esche und Birke und Linde, wobei Linde Okay, mir noch kommen wir keine noch mal kurz vorkommt. auf die Holzart. Du hast Ahorn, Esche, Birke und Linde. So, jetzt kannst du sagen, warum jetzt ausgerechnet das? Warum nehmen wir keine Eiche? Habe ich nachgefragt, habe ich ein Nein gekriegt. Also ich frage dann schon auch, weil die ist etwas leichter zu kriegen. Wie Birken kriegt man eigentlich fast gar nicht inzwischen mehr durch den Brennholzboom. Birken werden auch mit einem ganz anderen Durchmesser. Also wir brauchen auf der dünnen Seite, der 3-Meter-Stamm muss auf der dünnen Seite mindestens 30 cm Durchmesser noch haben. Weil bei den Birken ist es so, dass die Rinde oft ziemlich rein wächst und dass man so ja, eine gute Fläche bekommt beim Rausschneiden. Aber das entscheidet dann auch der Sagler schon. Bei den Eschen ist es ja gerade eigentlich nicht das große Problem, weil die Esche ist ein sterbender Baum, muss eh raus. Und da gibt es jetzt kein großes Problem. Ahorn haben wir außer dem ersten noch immer keinen gefunden. Und deshalb haben wir ja jetzt die kleinen, wo man immer dann ein Ahorn dabei ist, aber auch ein Birke, Esche und Ahorn dabei ist. Und die Birke ist eben ein Pionierbaum. Die Birke öffnet die Seele.
Und da ist halt immer die Esche, auch an sind die Handwerker. Und die Birke ist der Psychiater. Weil wir haben da Dinge erlebt. Die erste Birke stand am 11.11. letztes Jahr in der Nähe von Wien und 14 Tage später tritt kurz zurück. Naja, okay. Birke ist der Psychiater, alles klar. Ja, so, Ich, wie gesagt. du, ich bin, was das angeht, immer offen, weil ich habe auch jetzt gerade über den Blog und die Vielzahl an Menschen, die ich treffe, die auch ins Interview kommen, auch lernen dürfen, dass es hier auch Dinge gibt, die eben nicht wissenschaftlich erklärbar sind. Unter Umständen war das sogar der Grund. Ja, warum auch nicht? Lassen wir alles gelten. Ja, es ist immer so eine Sache der Einflüsse. Weißt du, es gibt ganz, ganz viel, wo ich denke, da spielt viel miteinander rein. Wenn ich beim Urs Wirz gucke mit den NHS-Stationen oder jetzt bei dir gucke mit Hexagons, dann haben wir Flusskugeln, wir haben alles Mögliche, was es gibt. Ja, und es scheint sich in irgendeiner Form ja auch was bemerkbar zu machen. Das muss man ganz klar so sagen. Und ob da jetzt eine wissenschaftliche Ausarbeitung drunter liegt oder nicht, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ja? Weil mich interessiert nur, was tust du da und welche Veränderungen kannst du erkennen, wahrnehmen. Ja? Das ist mal ganz, ganz wichtig. Welche Wahrnehmung hast du? Und wenn du dann schon sagst, dass die Flugruhe bei den Bienen kommt, ja, durch Einsatz von solchen Gerätschaften und du dann feststellst, das lässt sich auch in anderen Teilen irgendwie, ist nicht unbedingt empirisch, aber nachweisen, dann scheint da was richtig zu sein. Und warum auch nicht? Ja, wieso nicht? Ja. Guck, ganz am Anfang waren ja das mit den Bienen. Ich bin kein Imker, ich habe keinerlei Ahnung, aber dann haben wir eben solche Sachen mit der Varroa angelesen, mit der großen Wabe, mit der Gier, wie dann die Dinge entstanden sind. Und konnte so, und dann war das ganz interessant. Das ist ja bereits 2011, war ein böses Bienensterben. Und dann habe ich eben die Wissenschaftler, weil ich hatte da mit dem Smoky schon tolle Erfolge. In Veitshöchheim, Hohenheim, glaube ich, und bei Leipzig gibt es auch noch ein Bienenforschungsinstitut. Da bin ich schon gar nicht angekommen, aber in der Schweiz habe ich dann einen leitenden Wissenschaftler, sogar den leitenden, erwischt, hat mit mir gesprochen, hat gesagt: Herr Doppler, ich glaube Ihnen das aufs Wort. Wissen Sie, was wir machen? Ich schreibe Ihnen eine Expertise. Ich gesagt: Was heißt das? Ja, so 80 bis 100.000 Franken müssen Sie schön in die Hand nehmen. Ich gesagt: Passen Sie auf, ich habe eine Lösung. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich muss Ihnen auch noch sagen, Sie dürfen diese Expertise, Sie müssen das naturell bestätigen, Sie dürfen diese Expertise nur für sich, Sie dürfen die nicht in die breite Öffentlichkeit geben. Es ist noch einmal einem Kollegen von mir passiert mit der Wassersache. Es hat also keinen Sinn, wenn wir einen Auftrag geben, irgendetwas wissenschaftlich nachzuforschen. Er war dann auch noch so freundlich und hat gesagt: Wissen Sie, wir haben jetzt gerade 10 Millionen Franken bekommen. Wenn wir eine Lösung bringen, dann bekommen wir keine Fördergelder mehr. Das ist einfach die Problematik. Bitte, was war das gerade? Wenn wir eine Ja. Lösung bringen, bekommen wir keine Fördergelder mehr. Ja, weil in dem Moment, wo die Lösung da Ja, ist, sag doch alles. in dem Moment, wo die Lösung da ist, brauchst du nicht mehr forschen. Und dann bleibt der Das Säckel sagt doch leer. alles, Johann. Das sagt doch alles. Ne? Ja, Da wird der sicher. Problemzustand aufrechterhalten, damit wir sagen können: Oh ja, wir brauchen noch, wir sind noch nicht am Ziel, wir haben noch und und. Das ist eine künstliche Problemstellung. Es hat mich dann noch einer angerufen aus Israel, der das mitgekriegt hat, hat gesagt: Herr Doppelhofer, vergessen Sie, es ist in Deutschland nicht anders. Die wollen keine Lösung, weil dann der Säckel leer ist. Schade so, aber wie gesagt, darum können wir nur im Kleinen arbeiten. Das problemorientierte politische System, das wird gerade richtig cool, was du gerade sagst. Mir gehen gerade wieder richtig schöne viele Türen auf. Ja, genau. Genauso ist das. Ja, und beim Bienen, ich habe ja, wie gesagt, mein Nachbar, es war zwar 2015, hat es auch noch den Smog nicht gegeben, also den Smog hat es gegeben. Mein Kirschbaum hat geblüht, habe runtergeguckt zum Nachbarn, der Bienenvölker hat und dann keine Biene bei mir. Und fahre ich runter und habe Problem. gesagt: Georg, wir müssen was machen. Guck, mein Kirschbaum da oben blüht und keine Biene kommt drauf. Hat er gesagt: Guck einmal bei mir, die Apfelbäume blühen, der Löwenzahn blüht, aber die kriegen den Arsch nicht in die Höhe. Also seine Bienen hat er da gemeint. Ich habe gesagt: Du weißt aber schon, dass ich seit 3 Jahren
also, dass wir vor 3 Jahren geredet haben, ich habe was für deine Bienen. Dann sagst du, mit deinem Hokuspokus bleiben wir vom Markt. Da habe ich gesagt, pass auf, ich will im Herbst einen Kirschsaft haben und ich will eingelegte Birnen haben. Also, wir setzen jetzt einen Smoky. Er hat gesagt, nein, wenn du schon so stur bist, heute nicht, komm übermorgen. Bin ich übermorgen gekommen, das war der 30. April. Da haben wir den Smoky gesetzt. Das Schwierigste war, einen Spaten zu finden, weil der muss eingegraben werden, muss genau, punktgenau gesetzt werden, eingegraben werden. Ja, der war dann eingegraben und dann 1., 2., 3. Mai, ich weiß es deshalb, weil meine Freundin mit ihrem Palatschinkendampfer Einsatz hatte, war ein gräusliches Wetter, also in Bayern. Also man hat keinen Hund rausgeschickt. Und am 4. ging es so einigermaßen, es war nicht so richtig sonnig, aber es war sonnig. Beim Kirschbaum hat man nichts mehr gesehen, ob da überhaupt noch Blätter, also Blüten da sind. Aber im Birnbaum, der war aufgepelzt, der hat also 5 verschiedene Sorten gehabt, da hat es eine Sorte richtig geblüht und da hat es nicht mehr gesummt, da hat es gebrummt. Ich war eigentlich etwas überrascht, dass es das so schnell funktioniert hat. Bin dann heimgefahren in meine steirische Heimat und bin nach 14 Tagen wieder gekommen. Und dann klopft es am Fenster, weil wir hatten damals 2 Hunde. Und dann stand der Georg draußen. Da habe ich gesagt, was möchtest du? Dann hat er gesagt, du mit dir reden. Mir ist da was passiert, das kann ich nicht verstehen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Ist schlimm oder ist nicht schlimm? Dann hat er gesagt, wie man es nimmt. Er hat ein Bienenvolk am Wagstock, ich habe das jetzt nicht gewusst, aber die wiegen da praktisch den Tageseintrag. Und hat er gesagt, ich kann nicht mehr aufstocken. Das heißt, man setzt einen Rahmen drauf und da hängt den einen rein. Ich sage, ja, warum? Ja, das ist mit meinem Eintrag. Ich habe momentan 12,5 Kilo Tageseintrag. Ich sage, ist das viel? Ist das wenig? Ich sage, du musst mich schon aufklären. Hat er gesagt, weißt, früher, wie ein tolles Flugwetter war, wenn ein tolles Sammelwetter war und ich 1,5 Kilo hingekriegt habe, dann habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Und jetzt habe ich 12,5 Kilo am Tag fürs Volk und die wissen nicht mehr, wohin. Er hat eh schon aufgestockt. Ich kann nicht mehr. Der hat für die 2 Monate, was da noch zum Sammeln waren, auf diesem Volk 145 Kilo Honig rausgeholt. Die Imker im Umkreis waren mit 16, 17 Kilo zufrieden. Und auch die anderen Völker, die also jetzt nicht am Wagstock hat, war ja dasselbe. Er hat gesagt, also so imkern musste ich schon eigentlich noch nie. Ja, also richtig, richtig an. Und dann hat er ein Rapsfeld, das war allerdings 2 Flugkilometer entfernt. Ist er zu den Bauern hin, hat er gesagt, du sei so gut und spritz nicht, weil meine Bienen, die sammeln gerade Raps. Er hat gesagt, wo bist du und wo bin ich? Dann hat er gesagt, gehen wir mal runter. Und dann, ich habe dann immer an. Ich denke an Biene Meier, die mit ihrem Honigeimerle da durch die Gegend geflogen ist, aber nie heimkam. Und so sind die reingeflogen und pollenbeladen wieder raus. Also es sind da Dinge passiert, das phänomenal war. Aber wie gesagt, ich kam mit dem Smoky nicht an. Und deshalb war es eigentlich immer schon so mein geheimer Traum, vielleicht was Großes zu schaffen. Und dann war Okay. der Imker in der Schweiz, also dem habe ich auch die Bienenplätze dann allerdings von zu Hause dann eingemessen, hat alles gut funktioniert, aber er wollte seinen Kollegen halt was Gutes tun, aber kam auch nicht weiter, weil, wie gesagt, das ist ja nicht wissenschaftlich erforscht. Es sind nur gute Erfolge. Markus hatte sie dann auch. Und dann kam der Hexagon und dann hat er gesagt, ich brauche sofort einen. Habe ich gesagt, gut, dann musst du nach Esche suchen und ich habe ihm dann von der Ferne den Spiegel drauf, habe ich gesagt, ein Uhrenblatt, ich messe dann ein. Dann hat er einen Sagler gesucht und ja, so ist dann der erste entstanden. Und wie gesagt, und dann kam das mit dem Elektrosmog, mit den Frauen noch dazu, was klar ist, er wurde im November gesetzt. Und solche Dinge kommen immer, aber diese sind Zufallssachen. Also, wenn man weiß, wie ich gerne mit dem Uwe Guster, der mit dem Brummton leidet und wie er geschrieben hat, ich suche unseren Brummton, der ist nicht mehr da, aber dafür kriegen wir jeden zweiten Tag einen Energieschub. Johann, also das soll genug sein für heute. Wir haben, glaube ich, eine Menge an Informationen bekommen für all diejenigen, die dir folgen wollen. Ich werde deinen Telegram-Kanal hier drunter verlinken. Du schickst mir bitte noch die 2 YouTube-Videos, dass wir das dazuhängen können. Und
Ich sage erstmal danke. Das ist mal wieder ein Thema gewesen aus einer völlig anderen Ecke, aber sei es drum, soll sich jeder ein Bild davon machen. Und wer mit dir Kontakt aufnehmen will, kann das über die Telegram-Gruppe dann auch Über tun. Telegram, über Hexagon, Genau. ja. Okay, dann machen wir das so. Johann, Danke dir, Michael. ich danke dir. Es war mir eine Ich Ehre. denke, wir Ja, sehen uns, hören uns nochmal. bestimmt. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, was bei dir in der Telegram-Gruppe gleich los ist. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, also, schick Ich mir bitte auch. die drei Sachen noch rüber, dass ich das verlinken kann und dann stellen wir Ja, es gleich auf den Blog und mache ich dann wunderbar. gleich übers Handy, weil über den Computer, du hast selber Jawohl. gesehen, ich bin noch nicht der Mensch, der ihn so gut bedienen kann. Alles gut, das spricht für dich und nicht gegen dich, glaub mir das. Okay? Habe ich immer Diskussionen mit unserem Admin, der sagt da, ich verstehe nicht, sag, ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die von Technik keine Ahnung haben. Gott sei Dank. Okay, also. Herzlichen Dank, ich wünsche dir frohe Weihnachten und wir Dasselbe hören zurück, uns. guten Rutsch ins neue Jahr und bis dahin. Macht's gut, auch an die Zuschauer, gell? Alles Und Gute, schöne danke ans Feiertage. Helferlein. Jo, ciao, ciao.